Hallo meine Pokémon-Freunde, ich bin Marlon, aka Bubu, und heute gibt es mal ein etwas anderes Video, worauf ich schon eine ganze Weile Lust hatte, da mal etwas zu machen. Und zwar aus meiner Sicht die hässlichsten Shiny-Pokémon. Viel Spaß! Ich möchte vorweg natürlich sagen, Leute, dass es meine persönliche Liste mit hässlichen Pokémon ist in Shiny. Die Liste kann natürlich massiv von eurer Liste abweichen. Sollte eines eurer Lieblings-Shinies oder eurer Lieblings-Pokémon dabei sein, nehmt mir es bitte nicht übel, es ist nur meine Meinung. Und ja, Meinungen unterscheiden sich manchmal. Und wenn ihr meine ganze Liste sehen wollt mit allen Shiny-Pokémon, die es gibt, habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Nach diesem Video habe ich mir auch meine Liste erstellt, habe mir das Video angeschaut, geguckt, welches Pokémon mir am wenigsten gefällt. Und mir dann meine Stichpunktliste gemacht. Was noch wichtig ist, ist, dass diese Liste nicht in einer bestimmten Reihenfolge ist, sondern einfach 15 Pokémon, die ich besonders unattraktiv finde. Und ja, also die sind jetzt in keinem Ranking, sondern wirklich einfach zufällig die Pokémon, die mir aufgefallen sind, die mir überhaupt nicht gefallen und die ich auf jeden Fall nicht in Shiny haben möchte. Mein erstes Pokémon der hässlichsten Shiny-Pokémon in Pokémon Strahlender Diamant und in Pokémon Leuchtende Perle ist Voluminas. Voluminas sieht, finde ich, in Shiny ein bisschen so aus, als ob er einen starken Schnupfen hätte. Ich weiß ja nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne diese Nase von mir nur, wenn ich wirklich stark erkältet war, die Nase völlig gereizt war vom ganzen Naseputzen, dann sah ich ähnlich aus, aber das ist für mich ein Pokémon, was gar nicht geht in Shiny. Das nächste Pokémon auf meiner Liste ist Nidoqueen. Den grünen Ton von Nidoqueen feiere ich persönlich gar nicht. Ich finde, der passt einfach nicht zum Pokémon und dieser rosafarbene BH ist auch einfach grauenhaft. Deswegen hat Nidoqueen auf jeden Fall mit auf diese Liste geschafft. Ein weiteres Pokémon auf meiner Liste ist Enteron. Ich persönlich finde, dass dieses Pokémon ein weitaus besseres Shiny verdient hätte. Aus meiner Sicht ist Enteron wirklich ein sehr gut gelungenes Shiny in diesem Blauton. Und ich finde, dass Enteron so einen Goldton verdient hätte. Also dass die Shiny-Farben der Pokémon einfach gewechselt hätten. Also dass Enteron normalerweise gelb ist und als Shiny blau und Enteron als normales Pokémon blau und als Shiny Gelb-Gold. Das stelle ich mir einfach geil vor. Das wäre ein super Pokémon gewesen. Aber Enteron in der Form gefällt mir einfach gar nicht. Das nächste Pokémon auf meiner Liste ist eins meiner Lieblings-Pokémon, was ich persönlich sehr schade finde. Das nächste Pokémon ist Gengar. Gengar ist ein wunderschönes Pokémon, eines der Fan-Favorite-Pokémon aus Gen 1. Aber warum ist Gengar auf meiner Liste, wenn ich das Pokémon so sehr liebe? Ganz einfach, das Shiny ist zu schwach. Man erkennt, finde ich, keinen richtigen Unterschied. Und gerade ein Pokémon wie Gengar hätte eine Überarbeitung des Shinies dringend nötig und auf jeden Fall verdient aus meiner Sicht. Das nächste Pokémon ist Charnera. Für die Leute, die meine Twitch-Streams verfolgen, da ist es nichts Neues, dass Shiny Charnera und ich eine lange Rivalität miteinander haben. Ich wollte Shiny Charnera immer haben, habe es nie bekommen, bis zu dem Tag, als Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli rauskam. Seitdem hasse ich dieses Shiny. Egal auf welchem Pokémon ich die 31er Fangserie aufgebaut habe, im Hintergrund war immer ein Charnera. Ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, dass ich 30 Shiny Charneras nicht gefangen habe im Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli. Der nächste Platz geht an Dragoran. Ein wunderschönes Pokémon, was aus meiner Sicht auch ein schöneres Shiny verdient hätte. Dratini und Dragoni haben wirklich sehr gut gelungene Shinies. Da erkennt man direkt auf den ersten Blick, ey, das ist Shiny. Und ich finde, bei Dragoran ist das Ganze irgendwie ein bisschen, ja, daneben gegangen. Weil Dragoran hat so einen moosgrünen, matschgrünen Ton. Und ich finde gerade, dass Dragoran als eines der stärksten Drachen-Pokémon irgendwie eine interessantere Farbkombination verdient hätte. Was bis heute leider nicht der Fall ist. Also ich warte da bis heute auf eine Überarbeitung. Dann haben wir Mewtwo. Aus der ersten Generation das legendäre Pokémon, wirklich wunderschön, aber dieses Shiny geht aus meiner Sicht gar nicht. Dieser neongrüne Farbton auf dem Bauch und auf dem Schwanz passt für mich einfach nicht. Da hätte ich mir auch irgendwie was Spezielleres vorgestellt, vielleicht ein schwarz-lila Ton oder schwarz mit weiß. Das hätte mir auch schon völlig gereicht, aber weiß mit so einem neongrün passt nicht. Als nächstes haben wir Togepi und die Entwicklungsreihe. Gerade bei Togepi finde ich es sehr schade, dass man wirklich minimale Veränderungen nur sieht. Also ich glaube, dass das Dreieck auf der Brust anstatt blau-rot ist. Und das reicht mir beim Pokémon wie Togekiss ehrlich gesagt nicht, weil ich das Pokémon sehr gerne spiele. Es ist ein super Spezialangreifer. Ich finde auch, es ist ein wirklich schönes Pokémon. Aber da hätte auch eine andere Shiny-Farbe irgendwie besser zugepasst. Als nächstes haben wir Damierplex.
Damirplex hatte ich bis zu meinem Video ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Wo ich dann dafür recherchiert habe, ist mir aufgefallen, wie hässlich das Shiny von Damirplex wirklich ist. Dann haben wir Octillery, oder wie ich ihn gerne nenne, Octillery. Octillery ist irgendwie weder grün noch gold, so eine Mischfarbe, die finde ich einfach nicht stimmig ist. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes und ich mag halt klare Linien und ganz eindeutige Shiny-Pokémon, wo man es sofort erkennt. Und Octillery gefällt mir ehrlich gesagt einfach nicht von der Farbgebung her. Als nächstes auf der Liste ist Regieis. Regieis würde ich persönlich niemals Shiny hunten, weil bei meinem Glück würde ich das Shiny einfach nicht erkennen. Ich brauche ein Shiny, wo man hinguckt und weiß, das ist definitiv Shiny, da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn ich Regieis Shiny hunten will, oder auch jeder von euch, der Regieis Shiny hunten möchte, dann müsst ihr auf jeden Fall gut aufpassen und auf die Shiny-Animation achten, weil mit bloßem Auge persönlich, ich würde es nicht erkennen. Dann haben wir Groudon. Groudon ist ein wunderschönes Pokémon aus der dritten Generation. Es ist normalerweise rot, was mir persönlich schon ziemlich gut gefällt, aber das Shiny geht, finde ich, gar nicht, weil es so ein bisschen limetten-grün-gelbfarbend ist. Und da gefällt mir auf jeden Fall die normale Form besser. Das habe ich nicht bei vielen Pokémon, wo ich sage, ey, da gehe ich eher auf das normale als auf das Shiny-Pokémon. Dann haben wir Knackrack. Knackrack ist für mich persönlich das Pokémon der vierten Generation. Cynthias Knackrack ist so ein, ja, wirklich, das ist mir im Kopf geblieben, das habe ich gemocht. Und wo ich dann das Shiny gesehen habe und gehuntet habe, war ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Also es ist nur meine Meinung, ich finde Knackrack hätte ein weitaus schöneres Shiny verdient. Zum Beispiel in Richtung komplett weiß mit roten Highlights. Hier habt ihr mal ein Bild, was einer meiner Zuschauer gezeichnet hat. Also viele liebe Grüße gehen an Caligo raus aus Berlin. Vielen Dank, dass du das Bild gezeichnet hast. Ist wirklich sehr schön geworden. Und sowas hätte ich mir auch von Game Freak und von den Designern gewünscht, weil das Pokémon hat unfassbar viel Potenzial und es wurde einfach null genutzt. Dann haben wir Tangolos. Ja, Tangolos. Tangolos ist aus meiner Sicht einfach zu viel des Guten. Zu viel Gestrüpp und vor allem zu viel Grün. Und das letzte Pokémon auf meiner Liste ist Mamutl. Mamutl ist, finde ich persönlich, wirklich ein schönes Pokémon, wirklich äußerst stark, aber das Shiny geht wieder gar nicht, weil dieses, der Grünton passt, finde ich, einfach nicht zum Pokémon. Ich verstehe nicht, was sich dabei gedacht wurde von den Designern. Einfach, ja komm, den machen wir mal richtig schön kotzgrün. Gefällt mir einfach nicht, hätte ich mir für das Pokémon etwas mehr vorgestellt. Das Pokémon hätte aus meiner Sicht auch, wie viele auf der Liste, einfach ein schöneres Shiny verdient. Und gerade bei den Pokémon wie Gengar, Knackrack, Mamutl, wo ich mir wünsche, dass sie eine bessere Shiny-Version hätten, ist es in der Regel so, dass sie aus meiner Sicht auch einfach ein schöneres Shiny verdient hätten, weil es wirklich besondere Pokémon sind, die ein schönes Design haben, aber wo dann wirklich an der Shiny-Farbgebung irgendwie gespart wurde. Wenn ich mir meine Liste jetzt einmal angeschaut habe und einmal vergleiche, kann ich ein ganz gutes Fazit ziehen. Mir gefallen anscheinend nicht grüne Shinies, also vor allem die, die in Richtung Moosgrün oder ich nenne es jetzt einfach mal Kotzgrün gehen, und Shinies, wo man die Farbveränderung nicht wirklich sieht. Also sowas wie Gengar, Knackrack, andere Pokémon, die dazugehören sind, wären auch noch Pikachu. Das sind alles Pokémon, wo man nicht auf den ersten Blick erkennt, dass es ein Shiny ist, und das finde ich äußerst schade, weil gerade bei Shiny-Pokémon, ich bin halt ein Shiny-Hunter durch und durch, und wenn ich mir so viel Mühe mache, ein Shiny zu bekommen, dann möchte ich es auch sehen und nicht erst in den Bericht gucken müssen, um dann zu sehen, dass es Shiny ist. Und das finde ich persönlich einfach ein bisschen schade, dass bei manchen Pokémon habe ich einfach das Gefühl, dass die lieblos bei der Farbgebung der Shinies waren. Da würde ich mir erhoffen, dass es noch ab und zu neue Farbgebungen geben würde von den Designern. Das gab es ja schon mal, zum Beispiel Logok hat ein neues Shiny bekommen. Und sowas würde ich mir auch für ein paar Pokémon auf der Liste auf jeden Fall wünschen. Als erstes bei mir wären echt auf der Liste Knackrack, Dragoran und Gengar. Das wären so meine ersten, wo ich sofort eine Petition unterschreiben würde, dass da bitte ein neues Shiny kommt. Aber ja, sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet, von meiner Liste vor allem. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich gerne mal in die Kommentare, was für euch das absolut hässlichste Shiny-Pokémon ist. Würde mich mal interessieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Bubu.